Moin moin und schön, dass ihr es geschafft habt einzuschalten zu unserem Video, in dem ich euch die beste Espresso-Technik für Reisen erkläre. Natürlich könnt ihr das auch für zu Hause anwenden. Wir sind aber gerade mit unserem Van in Europa unterwegs und haben diese drei wunderschönen Espresso-Zubereiter am Start und ich möchte euch einfach mal die Vorteile und die Nachteile eines jeden erklären und gehe dann auf die Zubereitung ein. Zum Schluss gebe ich euch noch ein kleines Fazit, welches für mich die beste Espresso-Zubereitungsmethode ist, wenn man auf Reisen ist. Wir benutzen heute ganze Kaffeebohnen und mahlen die hier frisch. Wir haben hier einmal einen etwas fruchtigeren Kaffee, 100% Arabica, und einmal eine Mischung, 80% Arabica, 20% Robusta. Alles hier geröstet auf der Insel Kreta. Ich gebe euch mal einen ganz groben Überblick, wie diese Geräte denn heißen und ja, was das eigentlich für Geräte sind. Ich glaube, das bekannteste Gerät unter diesen dreien ist die Bialetti. Erfunden in Italien vor ungefähr 100 Jahren, steht die fast in jedem italienischen Haushalt und wird dort auch regelmäßig bis heute immer noch benutzt. Das hier ist allerdings eine Sonderedition. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht so der Nachfolger. Denn eine Bialetti macht gar keinen richtigen Espresso, denn dafür braucht es Druck, und zwar 9 Bar Druck. Eine normale Bialetti, wie man sie sonst kennt, vom Italiener um die Ecke oder vielleicht habt ihr sie auch zu Hause, schafft zwischen 0,7 und 0,9 Bar Druck. Diese Bialetti in der Version Bricca schafft ungefähr 3 Bar Druck. Und zwar geht das über ein Druckventil. Hier oben ist das eingebaut und erst wenn diese knappen 3 Bar erreicht sind, sprudelt der Espresso raus und es gibt ein bisschen Crema. Je nach Kaffee sogar sehr viel Crema. Wenn man Robusta verwendet, gibt es wirklich einen ordentlichen Bums an Crema. Bei 100% Arabica geht das auch. Also für mich reicht die Crema völlig aus. Man muss bei diesen Geräten aufpassen, dass der Kaffee dadurch nicht verbrennt. Also man kann hier vielleicht ein bisschen gröber mahlen wie bei einer normalen Bialetti. Man muss einfach aufpassen, dass man da den richtigen Mahlgrad findet und auch die richtige Menge an Kaffee. Und dann kriegt man damit auch einen wunderbaren Espresso hin. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Bialetti Bricca. Also, Vorteil ist hier natürlich, dass wir ein wunderschönes Design haben. Es sieht einfach klasse aus. Es ist ein sehr, sehr schönes Gerät. Die alten Geräte finde ich sogar noch mal ein bisschen schöner, weil hier dieser Kessel auch noch in diesem achteckigen Design einfach fortgeführt wird. Und zudem kann man damit halt, wie gesagt, einen guten, fast Espresso genießen. Aber wir benutzen das teilweise auch, um richtig schön Cappuccino zu machen, denn die Crema ist auf jeden Fall ausreichend, um auch Latte Art zu machen. Die Bialetti besteht aus 3 Teilen. Wir haben hier einmal den Kessel, den sollte man mit 180 ml Wasser befüllen, damit das auch richtig funktioniert. Man kann auch mehr Wasser reinmachen, aber darunter leidet dann die Crema. Dann haben wir hier das Sieb, in das passen je nach Mahlgrad zwischen 25 und 28 Gramm Kaffee rein. Ich würde es auch nicht überladen, sonst kann der Kaffee schnell bitter schmecken. Also maximal bis zum, ja, bis das Ding voll ist, einmal kurz festklopfen und dann auch nicht tampen oder irgendwie Druck ausüben, weil das ist bei dieser Zubereitungsmethode überhaupt nicht geeignet. Wir haben hier auf der Unterseite vom Oberteil quasi den Sieb oder noch ein, das würde ich jetzt mal hier vielleicht als ja, Siebtrichter, Siebträger bezeichnen. Dann haben wir hier nochmal einen Sieb, damit die Kaffeepartikel nicht durchgehen. Und sobald diese 3 Bar Druck, also vielleicht, man liest auch von 6 Bar Druck, ich habe jetzt hier kein Bar-Messgerät dabei, ja, sobald der Druck erreicht worden ist, öffnet sich dieses Ventil hier und der Kaffee schießt heraus. Wir bereiten auch gleich ein Espresso damit zu, damit ihr seht, wie das aussieht. Gehen wir nun zum teuersten und wahrscheinlich fancysten Gerät über, das wir jetzt hier in unserem Video haben. Und zwar ist das die Nine Barista. Diese Nine Barista besteht aus einigen mehr Teilen wie die Bricca von Bialetti. Erreicht aber auch tatsächlich 9 Bar Druck. Das Design ist auch hier mega, mega schön. Es wird in England designt, es wird in England auch gefertigt und auch von dort versandt. Weshalb das auch das teuerste Produkt hier ist, was ja, ich euch hier heute vorstelle. Aber es ist ein sehr, sehr robustes Produkt und man kann damit wirklich, wirklich sehr, sehr leckeren und auch richtigen Espresso zubereiten. Und zwar immer in einem Double Shot. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Die Nine Barista hat eine patentierte 2-Boiler-Technologie und auch ein quasi schon eingebautes Gelingrezept. Also es ist, ich zeige euch das mal hier unten. Ja,
hört es, es ist auch echt schwer, das Teil. Das sieht nicht so schwer aus, aber es ist schon massiv. Hier unten haben wir den Heizkessel und da passen genau 120 Milliliter Wasser rein für einen doppelten Espresso. Das sollte man auch nicht überladen mit Wasser. Dann haben wir hier, das sieht ja richtig krass aus, oder? Also Spiralen, Heizspiralen, die quasi das Wasser auf die richtige Temperatur bringen. Hier oben ist dann das Wasser. Hier oben kommt dann das Wasser raus und hier haben wir unseren Kaffee drin. Ne? Also das heißt, wir tampen unseren Kaffee und tun ihn hier rein und hier oben kommt dann Espresso raus. Also von der Siebträgermaschine kennt man das ja eigentlich im umgekehrten Stile, dass der Espresso hier dann so raustropft in eine Tasse. Hier aber, das ist gerade umgekehrt, sieht auch richtig cool aus, wenn man da nachher von oben drauf guckt, wie der Espresso rauskommt. In das Sieb hier passen ungefähr 21, 22 Gramm fein gemahlener Kaffee rein. Also der Mahlgrad hier ist auch eher fein, während er bei der Brica im Ticken gröber ist. Es gibt bis zu 170 Grad heißes Wasser, das dann durch die Spiralen auf 100 Grad abgekühlt wird und wenn es dann oben angekommen ist, ungefähr 92 Grad hat. Also es ist richtig, richtig krass, das Teil und zaubert uns jedes Mal richtig leckeren doppelten Espresso. Man könnte sogar ein Ristretto damit machen, indem man hier nur 60 Milliliter Wasser befüllt, hier nachträglich nochmal 40 Milliliter Wasser dazu gibt, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber das lest ihr am besten in der Bedienungsanleitung durch. Denn das Wichtigste bei diesem Gerät ist, nicht zu lange auf dem Herd lassen. Da ist so viel Druck drauf. Und wir haben es einmal zu lange auf dem Herd gelassen und dann gibt es hier ein kleines Sicherheitsventil. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist ein kleiner weißer Punkt und zwar genau hier. Das ist nicht ganz festgeschweißt und dadurch, wenn man die zum Beispiel eine Minute länger bei uns auf dem Gasherd lässt und der Espresso schon oben quasi durchgelaufen ist, dann geht der auf und ist erstmal nicht benutzbar. Allerdings kann man diesen kleinen Metallring für 4 Euro bestellen. Ich glaube, die Versandkosten lagen dann bei 15 Euro, zumindest hier nach Griechenland. Aber ja, zumindest kann man sie dann wieder benutzen. Kommen wir zum letzten Teil. Und zwar kennen das sicherlich viele von euch, die unverwüstliche AeroPress. Mega leicht, super Design, kombiniert eigentlich zwei Brühmethoden zu einer. Und zwar ja, die Filtermethode und die Druckmethode. Und zwar habe ich hier den Stempel, unten meinen Kaffee und ich drücke dann quasi durch. Mit Gefühl, ja, also gibt es eigentlich Filterkaffee, aber mit diesem speziellen Aufsatz hier, den man extra dazu kaufen muss, habe ich hier quasi ein so feinmaschiges Sieb. Und zwar ist das der Fellow-Filter, dass ich damit Espresso machen kann. Das ist auf jeden Fall die anstrengendste Methode, denn ich muss ordentlich drücken, um da einen guten Espresso rauszukriegen. Also ihr seht mich gleich ordentlich schwitzen. Aber es ist halt auch ein echt robustes Teil. Ne? Es kann nichts kaputt gehen. Es ist mega leicht. Es passt eigentlich zusammen in jede. Jetzt schon anstrengend ohne Kaffee. Es passt in jeden Rucksack. Es passt eigentlich überall rein. Also dazu ist es halt ja, auch überhaupt nicht so teuer. Abgesehen von diesem kleinen Filter, für den wir damals, glaube ich, 35 Euro bezahlt haben. Ich würde sagen, wir fangen mal an, Kaffee herzustellen und schauen uns gleich nochmal das Ergebnis an. Fangen wir mal mit der Bialetti Brica an. Wir nehmen jetzt ganz genau 180 Milliliter Wasser und zwar habe ich gefiltertes Wasser. Am besten ja, informiert ihr euch, wo es bei euch gutes Wasser gibt, denn es darf nicht zu kalkhaltig sein, aber auch nicht zu weich sein. Im Endeffekt sucht ihr euch vielleicht irgendetwas aus zwischen Gerolsteiner, das ist sehr, sehr hartes Wasser, das würde ich zum Beispiel nicht nehmen. Und ich glaube, es gibt bei uns in Deutschland auch dieses Black Forest Wasser, das ist sehr weiches Wasser. Also diese beiden stellen Extreme dar, eventuell sucht ihr euch irgendetwas. Aber bitte kauft kein Vittel, Volvic oder so, es kommt ja super weit her. Und ich glaube, wir haben bei uns in Deutschland auch gute Methoden, zum Beispiel über Tischfilter oder ja, Wasserfilter, haben wir glaube ich auch gute Methoden. Gutes Wasser selbst herzustellen. Also, 180 Milliliter Wasser und jetzt nehme ich meine Handmühle. Hier stelle ich die Handmühle ungefähr auf 10 Klicks und gebe jetzt 25 Gramm
Kaffee hinzu. So, und jetzt male ich mal und das ist ein bisschen laut, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Puh, jetzt ist mir aber ganz schön warm, ich muss mich mal ganz kurz umziehen. Schon besser, Kaffee ist jetzt auch gemahlen und wir geben den einfach hier in das Sieb. Ich mache das immer so, klopfe hier ein paar Mal und habe dann hier meinen feinen Espresso in Pulverform. Ich könnte das ganze Ding jetzt noch ein bisschen mehr überladen, also man kennt ja teilweise die Videos, in denen das so hochgeladen wird. Ganz ehrlich, Freunde, das ist Geschmackssache. Ich mag das nicht so dolle, wenn der Kaffee dann so bitter schmeckt, aber jeder Geschmack ist natürlich anders. Und ich lasse hier halt immer auch ein bisschen Platz, weil der Kaffee Platz zum Quellen braucht. Wenn ich den Platz halt nicht gebe, verbrennt der Kaffee meiner Meinung nach. Und das spiegelt sich im Geschmack wieder. So, einmal hier rein, zuschrauben und kurz zur Seite stellen. Denn wir machen jetzt mit der Nine Barista weiter. Ich kann mal sagen, was das ganze Teil wiegt. 1,73 Kilo. Also schon ordentlich. Die Bialetti, die wiegt mit 180 ml Wasser 880, also ohne 700 Gramm. Also schon mehr als das Doppelte. So, wir füllen auch hier genau 120 Gramm Wasser rein. Wie gesagt, wir wollen einen doppelten Espresso machen. Schrauben das hier, das Mittelteil drauf. Und dann drehen wir das zu, bis wir merken, dass es passt. Fester müssen wir das gar nicht zudrehen, weil hier ist eine Dichtung und die sollte man auch nicht zu stark beanspruchen. Für die Nine Barista nehme ich ein Mahlgrad von bei mir 6 Klicks. Hier nehmen wir 21 Gramm Kaffee und zwar von einer Arabica-Sorte. Wie gesagt, mit einer rein robuster Sorte oder einer robuster Mischung kriegt man hier eine richtig schöne Crema hin. Aber durch die neuen Bar können wir das auch mit einer rein Arabica sortenreinen Bohne herstellen. Das möchte ich euch einfach zeigen. Boah, heute brauche ich eine Dusche. Mama mia, das dauert. So, hier haben wir ein richtig fein Espresso-Mahlgrad. Hier mache ich das ähnlich wie bei der Brica. Umdrehen, bisschen draufklopfen, glatt streichen, so dass der Espresso überall gleichmäßig verteilt wird. Es gibt auch spezielle Tools dafür. Ich nehme jetzt hier einen Temper, drücke schön an, gleichmäßig. Und dann gibt es noch diesen Plastikring, den wir quasi jetzt hier oben drauf machen. Wie weit es ohne Plastikring funktioniert, mögt ihr euch fragen? Gar nicht. Also sobald man das umdrehen würde, würde es vielleicht noch halten, aber spätestens jetzt beim Zudrehen würde es komplett runterkrachen und eine Riesensauerei geben. Also so benutzt man die Nine Barista. Damit sind wir jetzt auch fertig. Die Bialetti haben wir jetzt auch gemacht und jetzt bereiten wir noch Espresso für diesen kleinen Kollegen hier vor. Und zwar dafür brauchen wir 25 Gramm Kaffee, fein gemahlen wie bei der Nine Barista, und wir brauchen nur 50 Milliliter Wasser. Und dann sehr viel Kraft. Schönes Geräusch. Das erinnert mich immer an Wein. Also, hier nehme ich auch eine schöne Arabica Robusta Röstung. Es ist wirklich wichtig, dass ihr beim Kaffee auf die Mengenverhältnisse achtet. Das ist ja ähnlich wie bei einem Cocktail. Wenn ihr jetzt einen Cocktail trinkt, wo jetzt dreimal so viel drin ist, wie man eigentlich erwartet, dann schmeckt der Cocktail nicht mehr rund. Klar, man wird ein bisschen besoffen davon, aber es ist ja nicht immer Sinn der Sache, direkt irgendwie besoffen oder koffiniert zu sein. Also deswegen ist es beim Kaffee genauso wie beim Cocktailmixen wichtig, auf das Mengenverhältnis zu achten. Ihr kennt das alle, habe ich zu wenig Kaffee, schmeckt der lasch, wässrig, fast nach gar nichts. Habe ich zu viel Kaffee, ist der viel zu stark, zu dolle extrahiert, hat so ein krasses Mundgefühl. Und deswegen arbeiten wir immer mit Waage und achten halt auf das Mengenverhältnis. Ihr könnt es vielleicht auch, falls ihr keine Cocktails trinkt, vielleicht beim Kochen vergleichen. Ne, nehme ich jetzt eine Prise Salz oder nehme ich jetzt 10 Prisen Salz? Das macht einen riesen Unterschied. In einem Gericht kann das ein Gericht zum Vorteil sein oder es kann halt auch richtig krass zum Nachteil sein, weil es halt total versalzen ist. Also deswegen ist eine Waage auf jeden Fall eine gute Investition, eine Mühle auch.
und dann irgendeiner von diesen Zubereitern. Und schon könnt auch ihr zu Hause richtig guten Kaffee zubereiten. Oder auch unterwegs, wie wir. So, 25 Gramm Kaffee. Einmal alles auf ein Level bringen. Und jetzt packen wir die zwei Geräte auf unseren Gaskocher. Und hier kochen wir uns extra Wasser in den Kessel. Aber dafür switchen wir einfach mal kurz rüber. Und wir nehmen uns jetzt nochmal 50 ml für unseren Espresso aus der Aeropress. Ich gieße hier ein bisschen mehr dazu, weil erfahrungsgemäß bleibt noch ein bisschen was an den Wänden hängen. Das hier erhitzt sich natürlich am schnellsten. Während bei den beiden Geräten jetzt die Nine Barista ein Ticken länger braucht. Die braucht so ungefähr 6 bis 8 Minuten. Bei der Brica brauchen wir ungefähr 3 bis 5 Minuten, je nachdem, wie grob ich den Kaffee gemahlen habe und wie stark ich auch die Hitze einstelle. Ich würde empfehlen, bei der Brica, bei der Bialetti Brica, die Hitze am Anfang etwas stärker einzustellen, bis ich das erste Zischen höre. Das bedeutet, der Druck ist erreicht und dann kann ich quasi mit der Hitze ein bisschen spielen und die Hitze ein bisschen runternehmen. Einfach aus dem Grund, um nicht noch mehr Druck zu erreichen, um nicht noch mehr das Wasser aufzuheizen. Denn hier entsteht Druck nur, weil das Wasser sehr heiß wird. Das ist bei der Nine Barista ein bisschen anders, aber bei der Brica, je heißer das Wasser, desto doller verbrennt auch der Espresso. Und wir wollen so einen feinen Mittelweg zwischen heißem Wasser und Druck, aber eben nicht zu heißem Wasser, dass der Kaffee nicht verbrennt. Bei der Nine Barista ist das alles gar kein Problem, das passiert von ganz automatisch. Wir haben da quasi eine Gelinggarantie und müssen uns da um nichts weiteres kümmern. Da wird das Wasser automatisch auf 92 Grad erhitzt. So, und jetzt höre ich es auch schon. Ihr seht, da kommt es schon raus. Und dann ganz wichtig, schön abkühlen, um die Extraktion einfach zu stoppen. Jetzt ist hier eine wunderbare Creme entstanden, ihr könnt das sehen. Schaut mal. Wenn ich kein Video mache, kriege ich die auch noch ein bisschen besser hin und nicht so blasig. Ist wirklich sehr, sehr fein. So, der ist jetzt noch ein bisschen zu heiß zum Trinken. Riecht aber schon richtig gut. Jetzt warten wir mal ab, denn hier nebendran kocht jetzt gerade noch die Nine Barista und ich koche noch das Wasser für die Aeropress. Das müssen wir manuell überprüfen, entweder mit einem Thermometer oder man wartet nach dem Kochen so ungefähr eine Minute. Dann hat man so Wassertemperaturen von 93 bis 95 Grad, was hier für unseren Espresso sehr gut ist. Es gibt aber allerdings auch Espressi, die mögen es ein bisschen heißer aufgegossen zu werden oder eben auch ein bisschen kälter. So, ihr seht, da kommt ordentlich Dampf raus aus dem Schornstein und der Espresso steigt schön nach oben. Und jetzt ist sie auch schon fertig. Und auch hier haben wir eine wunderbare, richtig schöne Crema. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier mit der Aeropress ein Espresso mache. So, ich kann die Aeropress jetzt direkt hier auf die kleine Tasse draufstellen, denn wir haben hier unten nur so einen ganz kleinen Ausfluss und der passt hier perfekt drauf. Und dadurch, dass ich ja nur 50 ml Wasser reinpacke, kommt das auch genau hier rein. So, aber nicht den Fehler machen, auf der Waage pressen, denn dann machen wir die Waage kaputt. So, wir starten auch den Timer, auch das ist hier wichtig, und geben jetzt 50 ml Wasser drüber, schwenken das Ganze, damit wirklich auch das gesamte Kaffeemehl benetzt ist. Dann warten wir ungefähr vom Eingießen und der Timer startet bis quasi zum Pressen. Ja, vergehen so ungefähr 30 Sekunden, die haben wir jetzt erreicht und jetzt wird gedrückt. Man darf währenddessen auch nicht nachgeben, denn durch das heiße Wasser und den Druck schießt der Kolben nach oben, sobald man ein bisschen nachgibt. Wir wollen bis zum letzten Tropfen alles raus haben. Eine leichte, flüchtige Crema. Also wir haben drei unterschiedliche Wege, Espresso zuzubereiten und schau jetzt mal, welcher denn am besten schmeckt. Ihr seht hier Crema der Bialetti, Crema der Nine Barista und Crema von der Aeropress. Wobei die Crema natürlich nicht immer das allein entscheidende Merkmal ist von einem guten Espresso. So, und jetzt probieren wir einfach mal, und zwar die Brica zuerst. Zugegebenermaßen ist auch echt die Menge von einem doppelten Espresso. Mmh.
sehr vollmundig, leicht fruchtig, erinnert mich an einen, ja, an einen sehr, sehr guten Americano für unterwegs, ein wirklich guter Kaffee. Also, wir haben jetzt hier die Nine Barista und Kaffee riecht schon mal viel stärker. Mmh. Mmh. Oh mein Gott. Mmh. Leute, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also hier merkt man den Druck, hier merkt man, dass es ein richtiger Espresso ist, weil hier halt auch die Kaffeeöle mit extrahiert worden sind. Also das ist etwas, das macht Freude. So etwas kriegst du sonst nur in einem wirklich, wirklich guten Kaffee. So, und jetzt probieren wir die AeroPress. Riecht auf jeden Fall wie Zartbitterschokolade. Die Crema ist jetzt mittlerweile auch ganz weg. Mmh. Schmeckt mir persönlich auch sehr gut. Also, Platz 1 Nine Barista, Platz 2 AeroPress Espresso, Platz 3 Bialetti Brica. Aber kommen wir mal zum Fazit. Was würde ich mir jetzt eigentlich holen, wenn ich jetzt auf Reisen wäre und ich habe nur eine einzige Möglichkeit? Die Designs von diesen beiden sind wunderbar. Allerdings braucht man für beide viel Platz im Gepäck. Die sind schwer und auch nicht ganz günstig. Die Brica liegt so meistens, je nachdem, wo man sie kauft, zwischen und wie viele Tassen sie haben soll, zwischen 40 bis 60 Euro. Die Nine Barista hingegen liegt so bei 360. Zaubert aber auch einen erstklassigen Espresso. Trotzdem würde ich mich für die AeroPress hier entscheiden, weil man mit ihr viel mehr Möglichkeiten hat, auf Reisen oder ja auch unterwegs, zu Hause natürlich auch, richtig guten Kaffee zu bereiten. Ich kann damit quasi auch einen Filterkaffee machen, ich kann damit aber auch einen Cold Brew machen. Ich kann damit mit diesem Aufsatz auch ein Espresso machen. Die AeroPress kostet ja auch so zwischen 40 und 50 Euro, der Aufsatz mal 35 Euro. Und ich glaube, mit einer AeroPress ist man richtig gut bedient. Es gibt super viele verschiedene Rezepte. Und ich glaube, das wäre, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs wäre, mit dem Auto, mit dem Zelt oder halt auch hier bei uns im Van und ich dürfte nur einen mitnehmen, wäre das meine Wahl. Nichtsdestotrotz freue ich mich, die Nine Barista dabei zu haben und auch die Brica und noch ganz viele andere Kaffeezubereiter. Weil ich finde, ja, es macht einfach Spaß, sich durch verschiedene Kaffeezubereitungsmethoden zu testen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Und von euch würde ich ganz gerne wissen, kanntet ihr diese drei Methoden oder welche Methode verwendet ihr? Zu Hause hat man ja meistens eine Siebträgermaschine stehen. Im Van ist das alles ein bisschen komplizierter, wenn auch nicht ganz unmöglich. Also ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr euren Kaffee am liebsten trinkt und ja, ob ihr einen von diesen drei vielleicht kanntet. Bin mal gespannt auf den Austausch mit euch. Melli! Kaffee! Brica. Nine Barista. Fellow. Also, das mittlere war richtig. Wenn das die Brica ist, dann hat es einen leichteren Geschmack. Sehr fruchtig, intensiv. Auch fruchtig, intensiv. Ja, cool. Schöner Abschluss.